Wir sind ja hier beim Donauinselfest. Was sind die ersten Attribute, die dir dazu einfallen? Menschenmassen, Sommer und viel Musik. Gefällt's dir oder sagst du eher, ist nichts für mich oder wie findest du's? Ich mag es eigentlich ganz gerne. Also auch als Publikum war ich schon öfter da. Also es kommt, also Samstagabend bei den großen Bühnen muss nicht unbedingt sein, das lasse ich aus. Aber so Freitag und Sonntag FM4-Bühnen, das ist gut. Okay, du hast auch mal in einem Interview gesagt, um jetzt mal ein bisschen auf auch deine Musik zu kommen, dass deine Songs gar nicht so sehr einen Stilwechsel auf dem neuen Album bedeuten, als vielmehr eine Weiterentwicklung. Und dass das ganze Album auch sehr viel druckvoller geworden ist. Und inwiefern war das im Hinblick auf die alten Songs dann beabsichtigt, beziehungsweise wie kam es dann dazu, dass du das letztendlich so gemacht hast? Ich wollte im Grunde immer schon eher... Also ich habe so in meiner späten Jugend so gern die Riot Girl Sachen gehört und dann halt ja auch diese ganzen Grunge, sogenannten Grunge Sachen. Und sowas hätte ich eigentlich immer gern gemacht, aber ich hatte nicht die Mittel oder mein Ausdruck war halt dann doch ein anderer beim Liedschreiben. Und ja, es hat halt einfach ein bisschen länger gebraucht bei mir wie meistens und langsam komme ich dorthin, wo ich eigentlich schon immer gern gewesen wäre. Also ich habe dieses ruhige Singer-Songwriter-Ding schon auch gern gemacht, aber ja, ich will jetzt einfach nicht 10 Jahre lang die gleiche Platte machen. Das wird ja dann auch Fahrt für mich selber. Du sagst, du kommst langsam dahin, wo du hinkommen möchtest. We Are Fish war ja jetzt nur auch kein Album, das von einem Produzenten gemacht wurde. Und du sagst zum einen, dass es halt auch kein konzipiertes Album ist und zum anderen halt, dass ihr doch generell eine ganz genaue Vorstellung davon hattet, was ihr machen wolltet zusammen als Band. Wie ist es dann da so gekommen? Welche Probleme sind dann aufgetreten? Zum einen, wenn ihr keinen Produzenten hattet und zum anderen, wenn ihr da einen Plan hattet. Das ohne Produzenten zu arbeiten, das war sehr angenehm. Also nicht, dass mit und unangenehm gewesen wäre, aber eben ich wusste diesmal genau, wie ich will, dass es klingt und also das Album war auch bis jetzt das wir am schnellsten eingespielt hatten. Da gab es, ja eben weil ich halt gewusst habe, wie ich will, dass es klingt, weil es keinen Produzenten gab, mit dem da noch irgendwie Verhandlungen hätten stattfinden müssen zwischen mir und wie er es will und ja, das war sehr, sehr easy zum Aufnehmen und sehr natürlich, unter Anführungszeichen. Also es war jetzt, wir hatten keine Diskussionen im Studio oder so, ja. Du sagst, ihr hattet keine Diskussionen, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von der Musik zu den Texten, die sind ja bei dir auch immer sehr persönlich. Und inwiefern treten dann eben auch da Probleme auf oder inwiefern kommen da halt eben Sachen auf dich zu, wo du sagst, okay, hier kann ich persönlich werden, intimer oder ich muss es doch publikumspassend machen? Also ans Publikum denke ich einmal gar nie und so persönlich, also ich versuche eigentlich, soweit es geht, von mir wegzuschreiben. Also natürlich sage ich jetzt nicht, die Texte haben mit mir nichts zu tun, das wäre illusorisch, aber ich versuche es möglichst offen zu halten, möglichst kryptisch, also jetzt nicht, man kann nicht das, was ich singe, eins zu eins umlegen auf, aha, das ist hier jetzt gerade passiert, das stimmt so nicht. Also natürlich sind Elemente dabei, die mir passiert sind oder die ich erlebt habe in irgendeiner Form, aber ich mische das dann auch oft mit reiner Fiktion. Also das ist so eine Melange aus unterschiedlichen Einflüssen oder unterschiedlichen Perspektiven. Okay, unterschiedliche Perspektiven und du möchtest auch nicht, dass dein, also du schreibst nicht für das Publikum, hast du gerade gesagt. Wie möchtest du denn, dass dein Publikum deine Musik rezipiert? Naja, natürlich am liebsten so, wie es von mir intendiert war, aber das kann ich ja niemandem vorschreiben. Also das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit für mich, dass sobald ich mit dem Lied auf die Bühne gehe, gehört es nicht mehr mir. Das ist ein bisschen komisch, mit dem tue ich mir schwer, aber ich muss ja nicht auf die Bühne gehen. Also es zwingt mich ja niemand, also das ist halt part of the deal. Aber manchmal schwierig, auch eben wenn ich merke, also manche Leute erzählen mir dann ja das und das Lied, das ist für mich so ein Trennungslied oder was auch immer und ich denke mir, das ist aber überhaupt kein Trennungslied, ganz im Gegenteil. Dann ist das für mich manchmal komisch, aber gleichzeitig, wie ich vorher gesagt habe, schreibe ich ja absichtlich auch so, dass es relativ vielseitig interpretierbar ist, damit die Leute ihre eigenen Sachen reinpacken können oder so. Und auch, weil ich nicht mein ganzes Leben da in den Liedern auskotzen möchte. Okay, vielseitig interpretierbar. Dein
Albumtitel We Are Fish oder generell das ganze Album, hast du auch gesagt, bedeutet auch die Hierarchisierung zwischen Tier und Mensch und dass die Menschen halt sich die Tiere auch unbewusst oder zu Untertanen machen. Inwiefern lebst du dann dieses Kontra auch aus, dass du ja da mit diesem Albumtitel sehr klar stellst? Wie? Also ich will ja eben dieses Kontra eigentlich auflösen. Genau, also du sagst halt ja, We Are Fish, und da steht ja halt dieses Kontra quasi zwischen Tier und Mensch. Und du möchtest ja die Hierarchisierung zwischen Tier und Mensch klar deutlich machen. Ja, beziehungsweise auflösen. Genau, auflösen, genau. Und wie lebst du das dann halt eben selber und in deinen Songs? Wie kommt dann eben diese Melodie, diese beziehungsweise die Idee in die Songs? Die Idee in die Songs kommt automatisch quasi, weil das ist halt schon ein Thema, also generell, wie gehen wir Menschen miteinander, mit unserer Umgebung vor allem, also mit Natur, Tier, um, wie positionieren wir uns selbst eben meistens als sogenannte Krone der Schöpfung. Das sehe ich halt anders. in meinem Privatleben hat das halt den Output, dass ich halt versuche, vegan zu leben und so Zeuger, sind kleine Versuche, aber immerhin. Und natürlich zieht sich dieser grundsätzliche Gedanke, dass ich nicht glaube, dass der Mensch die Krone der Evolution ist, die zieht sich indirekt oder also manchmal expliziter, manchmal impliziter durch sämtliche Lieder. Nur noch kurz vom Abschluss, welcher deiner eigenen Songs würde am besten dein Leben beschreiben, wenn du dir einen raussuchen könntest? Sink Like a Stone ist so ein Lebenslied von mir. Ja. Okay. Und noch ganz zum Abschluss, wenn du jetzt noch ein bisschen was sagen kannst, was 2013 noch kommt, 2014 in deiner musikalischen Karriere, kannst du uns da schon ein bisschen was vorab verraten? Na, ein Highlight ist nächste Woche sicher die BBC. Wir fliegen nach England und nehmen mit dem Mark Riley eine BBC-Session auf. Da freue ich mich schon, bin ich gespannt. Und wir spielen auch noch 3 Konzerte, aber nur kleine. Und dann mache ich mal Urlaub am Bodensee und dann spielen wir nur noch ein paar, also dann lassen wir es eher ruhiger angehen und ich möchte auch mal ein bisschen Pause haben. Also Pause heißt eh nur immer so eine Woche mal frei haben oder so, konzertmäßig. Okay, vielen, vielen Dank für das Interview und dann viel Spaß auch nächste Woche und vor allem im Urlaub.